bei unterschiedlichen Pflasterverbänden oder gerade auch beim Anarbeiten von Kleinsteinpflasterungen in den Randzonen oder an Einbauten ist es immer wieder mal erforderlich, Steine auch zu bearbeiten. Beim Segmentbogen beispielsweise brauchst du am Anfang und am Ende des jeweiligen Segmentbogenfeldes dreieckförmige Steine. Was ich an dieser Stelle noch ganz besonders erwähnen möchte, nämlich der Untergrund, auf dem du die Steine spaltest. Auf keinen Fall solltest du Steine auf einem harten Untergrund spalten, wie beispielsweise Betonfläche oder Asphaltunterlage. Denn dadurch kommt es zu einer, ich nenne das Energiereflexion, und der Stein beginnt zu springen und zu hüpfen und du kannst kaum die Energie, die du für das Spalten aufwendest, durch den Stein durchbringen. Am besten spaltest du den Stein in deinem Pflasterbett, wo du eine Splitt- oder Schotterunterlage hast. So kann sich der Stein entsprechend in den Untergrund hineinlegen, ist lagestabil und kann auch die Energie, die du beim Spalten einbringst, entsprechend durchgeleitet werden. Wie du derart dreieckförmige Steine spaltest, zeige ich dir jetzt.